gerade nicht sicher, wollte ich gerade sagen. Man hat jetzt hier ja die unteren. Hier nix. Hier nix. Ich mache mir jetzt hier echt ein bisschen einfach mit dem Zauber, aber ich habe sowas von keinen Nerv, ewig lange auf die Viecher rumzukloppen. Aber muss auch sagen, der Feuerzauber ist extrem praktisch in dem Server da. Ab hier muss einfach nur ins Loch. Glaube, das war der Gegner, der so gut brennt. Okay, jetzt ist wirklich Game Over, verdammt. Na komm. Er hat heute alles schon fehlt. Kann das auch ganz fehlen. Wie gesagt, heute ist nun wirklich nicht mein Tag. Heute geht irgendwie alles schief. Ich bedenke, dass ich das Zelda früher komplett durchgespielt habe, ohne ein einziges Mal zu sterben. Jetzt habe ich schon mehr Feen verbraucht, als ich damals im kompletten Spielverlauf verbraucht habe. Da werde ich zugebombt mit dem Kram, den ich überhaupt nicht brauche. Beim Boss noch ein bisschen überlegen, wie mal genau am besten ging.
Kann auch sein, dass ich eben zu früh den Zauber gemacht habe. Okay, ist down. Ah, was eine Geburt. So. Wie angekündigt, den Dungeon noch zu Ende und dann werde ich auch erstmal Ende machen. Ich denke mal, ich werde jetzt vielleicht noch kurz ein paar Feen holen, neue. Heute lohnt es sich irgendwie nicht so ganz zu streamen, also es sind kaum Zuschauer schon die ganze Zeit da. Und heute läuft sowieso irgendwie alles schief, was schief gehen kann. Daher werde ich dann es auch so langsam aber sicher erstmal enden machen. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Geht ja nicht mehr so viel. Aus dem Wald hier wieder rauskommen. Diesen Tempel will ich auf keinen Fall mehr sehen. Glaube, es gibt kaum einen Tempel, den ich so sehr hasse wie den. Ach komm, ich mach's mir jetzt ganz einfach. Okay. Ist ja irgendwie immer ein bisschen arschig, da man hat da alles voll und nachdem man Spielstand lädt bzw. kurz speichern beenden macht, ist man ein Großteil der Herzen wieder abgezogen, die man eigentlich voll hatte. Warum auch immer. Jetzt hole ich mir noch die kleinen Feen und dann werde ich auch für heute Schluss machen. Obwohl, eins kann ich glaube ich noch machen. War die restlichen Pfeil und Bomben. Obwohl, glaube ich, nur noch Bombenpfeile müssten eigentlich alle durch sein. Lichtfeld gewesen.
so hin, weil da war der eine Brunnen gewesen. Dann habe ich schon mal die Feen fürs nächste Mal. Sehr wahrscheinlich werde ich dann den letzten Teil vom Zelda streamen. Entweder morgen oder übermorgen, muss ich mal schauen. Wahrscheinlich eher morgen. Dann ist auch Zelda fürs erste Mal komplett abgeschlossen. Erste Mal kann man nicht sagen, ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt. Aber für dieses Mal dann komplett abgeschlossen erstmal. Überlegt. Aber ich meine, die war Lydia See. Ah ja, genau. Hier ist eigentlich auch noch ein Portal. Da brauche ich den besseren Stärkehandschuh für. So, nehme ich kurz auch noch hier den Teil ab. Dann habe ich beim nächsten Streaming-Part, wenn der läuft, nicht ganz so viel Crap dabei. Heute habe ich doch schon einige Teile gesammelt. So, insgesamt 4 Herzen kriege ich ja noch so und 2 noch wahrscheinlich Herzteile. Fehlen doch noch einige. Aber die werde ich dann auch noch kriegen. Habe ich schon gesehen, aber da brauche ich dann noch entweder den magischen Umhang oder noch einen besseren Stärkehandschuh. Die werde ich mir dann später holen. Nicht sicher, ob man noch maximal tragen konnte, aber ich probiere einfach mal. Ist auch nicht so schlimm mit den Rubinen. Das erledigt ist. Sind eigentlich nur noch, ich sag mal, die Hauptsachen zu machen. Naja, genau, stimmt. Und den Zauber konnte ich noch einmal verbessern, dass ich weniger Mana verbrauche. Geht dann ja auch noch. Na gut, Pfeile ging doch noch mal mehr. Gar nicht sicher, ob man 99 Pfeile tragen konnte insgesamt oder viel. Aber ich probiere einfach mal rum. Noch habe ich Rubine dabei. Weiß, dass ich glaube ich noch für die große Bombe noch Rubine brauchte. Naja, aber bei einem 100% Run gehört es natürlich dazu, dass man auch die maximale Anzahl an Pfeile und Bomben etc. dann hat.